Anfang des Jahres fragte ich mal im Community-Tab, ob ihr daran Interesse hättet an einem zusammengefassten Review-Video, wo ich 5 Produkte zusammenfasse. Und ihr fandet das richtig cool. Und heute probieren wir das zweite Mal. In diesem Video siehst du die letzten 5 Reviews, die ich auf diesem Kanal vorgestellt habe. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich stelle euch heute meine 5 letzten Reviews vor in so einer Art Zusammenfassung, denn nicht jeder guckt gerne komplette Reviews an. Viele sind eben auch daran interessiert, Produkte kennenzulernen, aber jetzt nicht die Produkte genau kennenzulernen. Und für das ist dieses Video da. Ich werde auf jeden Fall die einzelnen Reviews zu den Produkten nochmals unter dem i verlinken. Ganz wichtig, also wenn du Interesse an einem Video hast oder an einem Produkt, das du näher irgendwie nochmal so ein bisschen dir angucken möchtest, guck unter dem i, da findest du die Videos nochmals zu den Produkten. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem ersten. Und das ist das Face Theory, die Solution von Face Theory, die ist einfach mega gut, kann ich dir wirklich empfehlen. So kannst du wirklich ein chemisches Peeling auf einfachste Art und Weise auftragen. Das ist ein Gesichtswasser. Ich mache es so, dass ich das auf keinen Fall in ein Pad kippe. Das kostet mir zu viel Geld. Bei dem Produkt ist es so, da hatte ich Schwierigkeiten, als ich mir das bestellt habe. Die Flasche war auf, demnach ist die Flasche leider leicht ausgelaufen. Ich habe den Kundenservice angeschrieben und ich habe das komplette Geld für die Flasche komplett zurückbekommen. Also ist mir noch nie passiert bei einem Kundenservice, der so 1A funktioniert hat. Und das Zeug ist mir aber trotzdem heilig. Ich würde es trotzdem nicht irgendwie in ein Pad reinkippen, wo dann die Hälfte irgendwie vom Pad aufgesaugt wird. Sondern ich schütte mir das in die Hand rein. Du kannst dir aber auch irgendwie einen Zerstäuber kaufen oder so. Ich schütte es mir in die Hand rein und gebe mir das dann halt auf die Haut. Früher habe ich Gesichtswasser anders verwendet. Da dachte ich müsste auf meiner Haut rumrubbeln. Jetzt ist es wirklich ein Träger für irgendwie ein Active. Und diesmal ist es halt eben AHA und BHA. Und das sind für mich Säuren, die halt echt wichtig sind. Zum einen der Glow, zum anderen habe ich halt eben auch eine unruhige Struktur auf der Haut. Und das hilft mir halt dann schon gerade bei Unreinheiten. Und ich verwende Säuren fast jeden Tag. Ich vertrage das. Man muss aber wirklich bei Säuren aufpassen. Und wer Säuren verwendet, muss Sonnenschutz tragen. Du kommst nicht drum rum. Na, also wenn du mit Säuren rumhantierst, musst du Sonnenschutz tragen. Mein erstes Mal Säuren verwenden, da hatte ich auch keinen Sonnenschutz verwendet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen erwähne ich das doppelt und dreifach immer in diesen Videos. Super Zeug, kann ich dir wirklich empfehlen. Ich mag Face Theory echt gerne und das kann was. Das kann wirklich was. Zumal ich das eben als Mensch, der schon einiges an Säuren im Gesicht verträgt, immer noch im Gesicht merke. Also das ist von der Konzentration schon ein bisschen höher und der pH-Wert funktioniert halt ganz gut. Das zweite Produkt, das ich heute vorstelle mit Säuren, ist von Isana. Und ich hatte solche Schwierigkeiten, dieses Produkt zu finden überhaupt im Rossmann. Ich habe nur einen Rossmann direkt in der Nähe. Und ich war zweimal da, zweimal war das Produkt weg. Dann habe ich im Online-Shop, habe ich etliche Male versucht, das zu bekommen. Gab es nicht. Und ich bin jetzt stolze Besitzerin, kann man an der Stelle sagen. Das ist so ein bisschen ein milderes Peeling. Das ist jetzt nur AHA. AHA ist halt eben für den Glow zuständig. Also wenn du unreine Haut hast, ist das auf jeden Fall auch okay. Aber da ist BHA hier noch ein bisschen besser, da ist nur AHA enthalten. Und was ich an dem Produkt, ist übrigens die Verpackung, was ich an dem Produkt richtig gut finde, ist, wie davor gewarnt wird. Und du hörst richtig, Säuren sind eben Säuren. Und wenn du Säuren zu häufig anwendest und damit noch überhaupt keine Erfahrungen hast, dann kannst du sie eben auch die Haut schädigen. Hab die Erfahrung gemacht, die Geschichte kennt man glaube ich jetzt von mir, PR-Samples bekommen von Paula's Choice, die Produkte jeden Tag angewandt, ist schon Lichtjahre her und ich hatte echt Schwierigkeiten, ich hatte richtig Schwierigkeiten.
So viel zum Thema, ne? Also ich war früher auch mal so, deswegen erwähne ich solche Sachen immer und immer wieder. Das ist vom pH-Wert voll gut, aber es ist so, von der Peeling-Wirkung ist es jetzt nicht ganz so extrem. Und das habe ich schon von einigen gehört, dass sie mit der Wirkung an sich nicht ganz zufrieden sind, weil es einfach zu soft ist. Das ist gerade für Menschen gut, die mit Säuren noch gar nicht hantiert haben. Probier mal das aus und geh nach der Beschreibung, die hier drauf steht. Da wird nämlich empfohlen, 10 Minuten einwirken, nochmal runterwaschen. Ich lasse es drauf. Für mich funktioniert es, das drauflassen und am nächsten Morgen wieder runterwaschen. Es funktioniert, es passiert überhaupt nichts. Da muss man selbst immer seine eigene Haut fragen, sozusagen. Verträgst du das, was ich da jetzt mache? Und immer auf die Bedürfnisse der Haut so ein bisschen achten. Ja, also wenn die irgendwie reagiert, dann muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Und auch hier zählt natürlich Sonnenschutz tragen. Das ist ganz wichtig. Für 4,99 € kannst du hier echt nichts sagen. Und du bekommst hier ein cooles, volles Fläschchen mit, wie viel Milliliter steht das hier irgendwo? Milliliterzahl 30 Milliliter, also da kannst du einiges mit anfangen hier und ich finde, ich mag den Spender total gerne, das ist halt nicht so eine übliche Pipette, sondern du drückst oben drauf und das ist auch so ein Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, pump nie in dein Produkt Luft rein. Das mögen Produkte überhaupt nicht, weil zum Teil hat man so Produkte eben ein bisschen länger im Schrank stehen und du tust dem Produkt keinen Gefallen. Immer die Pipette raus, aufziehen, reintun, wieder entnehmen. Na, also das muss man sich schon so ein bisschen die Zeit lassen. 4,99 €, man kann wirklich nichts sagen und man kann vorsichtig vorangehen. Also wenn du wirklich noch nie Erfahrungen mit Säuren gemacht hast, probierst du mal das aus. Kann ich dir an die Hand geben. Nochmal so ein gehyptes Produkt. Jetzt gibt es das Produkt wieder im Laden. Ich habe mir jetzt mal ein anderes gekauft, auch aus der Reihe, aber von der Formulierung her ähnlich. Sehr gutes Zeug. Es ist so ein bisschen reichhaltiger, aber es ist nicht zu reichhaltig. Ich habe selbst eine fettige Haut. Ich komme gut mit dem Produkt zurecht. Kann man wirklich nichts sagen. 50 Milliliter, das ist ein Gesichtsprodukt. Lichtschutzfaktor 50 passt gut zu den zwei Säuren, die ich euch jetzt gerade vorgestellt habe, also die zwei Produkte. Und Sanozon gibt es bei Rossmann und man kann sich auch gerne nochmal die anderen Produkte aus der Reihe angucken. Die sind alle ohne Duftstoffe. Also man tut sich eben auf dem Gesicht wirklich keinen Gefallen, wenn man Duftstoffe anwendet. Außer jetzt vielleicht bei Rinse-Off-Produkten oder eben bei mild formulierten Sachen. Aber man muss mal so ein bisschen Revue passieren, was man sich alles aufs Gesicht packt und wie viel Duftstoffe da zusammenkommen. Ist nicht so ganz toll. Also verzichte lieber darauf. Es hat keine Wirkung mehr, Duftstoff. Und so Produkte wie dieses hier, es hat echt grandios. Es performt echt gut. Es ist ohne Mikroplastik. Es ist ohne Nanopartikel. Ich lieb's. Ich wollte es mir, wie gesagt, ja auch wieder nachkaufen, aber es gab eine Zeit lang, war das nicht im Laden erhältlich, weil das so gut funktioniert hat. Im Moment gibt es das wieder. Deck dich damit ein auf jeden Fall. Ich werde es mir auch wieder nachkaufen, weil die funktioniert für mich ja gut und sie ist flach. Na, sie ist flach, die kann man gut in die Reisetasche beispielsweise reinpacken. Es hat nur fürs Gesicht. Deswegen sage ich, überleg dir, die vielleicht zu nehmen oder vielleicht nicht dieses Gel aus der Reihe. Ich habe das Gel. Das kannst du dir dann am ganzen Körper verwenden, plus Gesicht, ob du vielleicht ein extra Produkt brauchst, aber es funktioniert halt echt gut so und wenn es jetzt wieder Herbst, Winter wird, da reicht das ja dann auch aus. 4,99 €, ich kann es dir echt an die Hand geben, auch hierzu gibt es ein eigenes Video, guck mal unter dem i. Kommen wir zum nächsten Produkt und das ist das Isana Age Performance Serum und mit Age hat das nicht wirklich viel zu tun. Hier ist Hyaluron mit drin, hier ist Grün-Tee-Extrakt mit drin, ich wollte schon Grünkohl sagen. Es ist eine sehr auffällige Packung, die findest du im Rossmann und mit Age hat das nicht viel zu tun. Also keine Angst, dass du irgendwie meinst, oh nee, das ist schon zu reichhaltig. Ich selbst hätte, glaube ich, auch nicht dazu gegriffen, hätte ich nicht die Empfehlungen gesehen bei Leon und ich liebe das Zeug.
das funktioniert echt prima. Es klebt ein bisschen auf der Haut, also auf meiner Haut. Das ist auch nicht bei jedem so. Also man kann das mit einem Tröpfle Öl beispielsweise, kannst du diese Klebrigkeit ein bisschen auflösen. Mich stört es jetzt nicht so wirklich. Und ja, ich habe es mir nochmal gekauft, sagt doch alles, oder? Mit 4,99 € ist es natürlich auch ein bisschen teurer, aber es lohnt sich. Und vor allem gutes Zeug, wirklich richtig, richtig gutes Zeug für die Drogerie. Und ich bin echt baff, was inzwischen alles bei Rossmann zu bekommen ist. Weil mein Rossmann ist nicht ganz in der Nähe. Letztes Produkt, du denkst dran, wenn du dich für eine bestimmte Video interessierst, also für ein Produkt ein bisschen näher interessierst, guck unter dem i, da findest du die einzelnen Videos. Und jetzt gibt es noch eine Creme, die ein bisschen teurer ist, die ein bisschen mehr kann, weil Ceramide enthalten sind. Und die Creme ist das beste Beispiel, wenn man die ohne Duftstoffe nimmt. Die riecht halt nicht wirklich gut. Also die hat so ein bisschen so einen bitteren Geruch, sieht aber ein bisschen, es ist noch ein bisschen was drin, Gott sei Dank. Sieht aber so ein bisschen aus wie Himbeer oder Kirsche oder so. Wenn die, also ich habe mich schon so ein bisschen dran erwischt, als ich die Farbe gesehen habe, dass ich da irgendwie an Kirsche gedacht habe und dran gerochen habe. Weil es sieht schon so ein bisschen so wie sahnige, wie so ein Sahnejoghurt aus. Ceramide sind einfach eine tolle Sache. Ich selbst habe ein Lipödem und gerade bei Lipödem-Patienten, die müssen halt ein bisschen mehr hautpflegetechnisch aufpassen. Also nicht nur im Gesicht, sondern eben auch am Körper. Und da hilft es mir, gerade in Verbindung mit den Kompressionsstrümpfen, ist es einfach eine richtig gute Sache. Und ich finde es ganz interessant, mal etwas hochpreisigere Produkte zu verwenden. Wäre jetzt auf die Dauer nichts für mich, muss ich ehrlich sagen, weil ich eben mit Urea unwahrscheinlich gut klarkomme. Da, wenn ich da irgendwie noch eine Lösung finde, wenn es irgendwas mit Ceramiden gibt, was ich miteinander mischen könnte, ich überlege noch. Aber es war echt toll, das Produkt auszuprobieren. Ich habe es echt genossen. Und wenn man sich mal was leisten möchte, weil es kostet halt schon ein bisschen mehr, greift man zu dem Produkt. Es gibt ja ab und zu bei Face Theory auch so Rabatte. Ja, welche Erfahrungen hast du mit den Produkten gemacht? Auch wenn die komplett von meiner Erfahrung abweichen, so ist es wichtig, dass man unterschiedliche Sichtweisen kennenlernt. Denn jede Haut ist anders, du weißt. Und wie jetzt beispielsweise auch bei diesem Serum von Isana. So viele haben gesagt, es klebt nicht bei denen. Und bei mir auf der Haut klebt es wie Sau. Also das ist total unterschiedlich wie die Haut, was die Haut ausmacht, brutal. Das ist echt interessant auch. Und ja, von dem her, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Auf meinem Discord-Server gibt es einen Raum mit Hautpflege. Da können wir das Ganze auch nochmals diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Den Link zu Discord findest du unten in der Infobox verlinkt. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.